Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat. Diese Bewegung nennt man Präzession, das wird berücksichtigt. Es ist eine andere Berechnung, also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als im westlichen Horoskop. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Liebe Aniyata, ich grüße dich. Das ist dein Geburtshoroskop-Analyse und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. In der Mitte ist ein Engel. Dieser Engel herrschte in dem Tag, wo du geboren bist und dieser Engel heißt Hahael. Und hat die Zahl 41, so wird im Kabbalah das geordnet. Dieser Engel ist Engel der Seelen, Engel der höchsten Schutzes, Engel der tiefen Glauben, Sonnenengel und Engel die Energiearbeit, schenkt heilenden Händen, Engel der geistigen Reichtum und führt uns in richtigen Weg. Engel Hahael ist dein persönlichen Schutzengel. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont aufgestiegen. Und das ist dein Lagna oder dein Aszendent. Das war hier dein Geburtsmoment und du bist ein Kind davon, weil das war die erste kosmische Energie, die dich begrüßt hat hier auf dem Erdenleben und diese Energie begleitet dich von Geburt bis zu dein Lebensende. Beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst dein Auftreten, beeinflusst deine Persönlichkeit. Und so bist du auch wahrgenommen. Über die Tierkreiszeichen Waage herrscht Venus. Also wirkt hier die Venus-Energie. Und Venus ist die Planet der Schönheit. Und das bist du auch. Planet die Weiblichkeit, das bist du auch. Aber auch Kunst, Kreativität, Ästhetik, all das gehört zu deiner Persönlichkeit, also hast du einen guten Geschmack. Damit du deinen Lebensweg gehen kannst, brauchst du das innere Gleichgewicht und das zeigt diese Waageschale. Geben und nehmen, in Gleichgewicht halten. Oder das inneren Ruhe, die inneren Gleichgewicht bewahren. Die Tierkreiszeichen Waage symbolisiert auch Gerechtigkeit, also du hast auch Gerechtigkeit Sinn. Und wenn du Ungerechtigkeiten erlebst, dann verlierst du die inneren Gleichgewicht. Diese Waage Aszendent verleiht dir Schönheit, Ästhetik, weibliche Energie, das ist deine Ausstrahlung, du strahlst nicht nur Schönheit, sondern auch sehr viel Harmonie und Ruhe aus. Und das ist natürlich eine wunderbare Eigenschaft, das macht dich auch beliebt.
Die Schattenseite ist dann, wenn du versuchst, jedem Mensch recht zu machen, weil das geht nicht. Du kannst nicht jedem recht machen, nur weil du dich beliebt machen möchtest. Lieb dein Selbst, du brauchst diese Selbstliebe und pfleg schöne, harmonische Kontakte, Menschen, die das verdient haben, und entferne dich von Menschen, die dein Zeit, Kraft rauben, weil die gehören nicht zu deinem Leben, und verabschiede von solchen Gedankenmustern, ich muss mich beliebt machen, ich muss jeder recht machen. Die zweiten Lebensbereich sind die Werte. Werte, wie stehst du zu Werten? Was ist für dich wertvoll? Aber auch Wertschätzung, Wertschätzung verlangen von anderen. Aber auch die Selbstwertgefühl. Und in diesem Bereich sind auch die Finanzen, und das hängt energetisch Hand in Hand zusammen. Wenn jemand sagt, ich bin es nicht wert oder ich habe das nicht verdient, dann hat auch kein Geld. Warum sollte die Geld diese Menschen begrüßen? Die sind es nicht wert, die haben das nicht verdient, die haben keinen Bezug zum Energie des Geldes. Also es ist wichtig, solchen Gedankenmuster und Sätze sofort verändern und sagen, ab sofort, ich bin es wert, es steht mir zu, ich habe das verdient, ich habe das jetzt im Besitz. Nicht sagen, ich werde das im Besitz nehmen, weil damit verschieben wir das ständig in die Zukunft, sondern so formulieren, ich habe das schon. Damit verbessert sich das Energie des Geldes und sorgt dafür, dass verbessert sich die finanzielle Lage. Hier hast du die Skorpion-Energie, und tatsächlich, die Skorpion zeigt auch diese Wandlung. Da hast du mit Werten und mit Finanzen eine Art Transformation. Diese Wandlung. Und wenn du in die richtige Richtung die Energie lenkst, und das sind die Werte, die Selbstwertgefühl, Wertschätzung, dann steigt die Energie nach oben. Ergo, du hast mehr Geld. Die dritten Lebensbereich ist die Schule. Das zeigt die Erinnerungen. Wie hast du das erlebst? Die Kontakt zu anderen Kindern damals. Aber nicht nur in die Schulklasse, sondern auch mit deinen Geschwistern. Da war eine gewisse Konkurrenz da. Und diese Erinnerungen bleiben. Wie gehst du später mit Konkurrenzen um? Aber nicht nur das beschreibt dieser Lebensbereich, sondern auch Wissen vermitteln, Wissen aneignen, eine Art Austausch, auch geben und nehmen. Das ist wie Einatmen und Ausatmen. Das, beide Seiten muss die Münzen anschauen. Und dieser Lebensbereich beschreibt auch Medien. Hier hast du die Tierkreiszeichen Schütze. Das sind Kontakte im Ausland, bedeutet auch viel im Bewegungssport, Bewegung. Und es ist sehr wichtig, in eine Richtung konzentrieren. Und das zeigt dieser Pfeil der Schütze, weil das zeigt exakt in die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und diese Energiefeld beschreibt unsere Wünsche. Also leb deine Wünsche und geh in diese Richtung. Halte dich nicht auf mit Konkurrenten. Halte dich nicht auf, was auch mit diesen Erinnerungen, wie war das damals in die Schule, die waren besser wie du, oder die Geschwister waren besser wie du.
Und dann entsteht diese Bedürfnis, ich muss mich beweisen, ich muss noch besser sein. Nein, geh in deinen eigenen Weg. Das kann doch egal sein, was sie vorhaben, und schließt solche Erinnerungen ab. Jetzt sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes und jetzt im runden Format, wenn ich die runde Format zeige. Ich vergleiche ein Horoskop mit einem Baum. Dann bedeutet das, dass hier ist die Wurzel des Baumes. Und genau das vermittelt dieser Lebensbereich. Hier fühlen wir uns verankert, verwurzelt. Hier sind unsere Ahnen, unserer Herkunft, unseren Traditionen. Und das gibt uns Halt im Leben. Auf dieser Basis, auf diesem Fundament können wir bauen. Und hier in diesem Bereich ist unserem eigenen Zuhause. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Steinbock. Wenn ich das betrachte als dein Herkunft, dein Elternhaus, das ist mehr das Traditionelle, das alte Traditionen bewahrende und ein gewisser Strenge im Elternhaus. Im fünften Lebensbereich sind die Kinder. Aber noch zurück noch zum, es ist auch interessant zum erwähnen, über die Tierkreiszeichen Steinbock herrscht Saturn. Und Saturn vertritt die Traditionen und auch das Alter. Und wenn ich dein Wohnsituation betrachte, würde ich sagen, für dich passt besser ein Altbau, eine alte Villa zum Beispiel, mit Antiquitäten eingerichtet. Das könnte ich bei dir sehr gut vorstellen, sehr geschmackvoll mit Antiquitäten. Und jetzt sind wir im fünften Lebensbereich und da sind die Kinder. Deine Kinder, deine Enkelkinder später. Aber dieser Lebensbereich zeigt auch unsere eigenen Kindheit, unserem inneren Kind. Und da empfehle ich, immer wieder mal sagen, vor die Spiegel, mal auf dem Schulter klopfen und sagen, wow, das hast du so toll gemacht, ich bin so stolz auf dich. Solche Sätze dürfen wir erlauben, uns selbst zu sagen, und solche Sätze stärken uns innerlich und wir brauchen diese inneren Stärke. Und noch etwas, von Kindern können wir lernen. Beobachten, wie sie spielen. Diese spielerische, diese unbeschwerte. Wenn die Kinder spielen, dann vergessen sogar die Zeit. Und diese spielerische Art, manche Situation so betrachten und so damit umgehen, hilft uns und schenkt uns auch die Leichtigkeit. Hier hast du die Tierkreiszeichen Wassermann. Die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement. Entweder hast du diese Leichtigkeit in dir, diese Luftelement, und kannst damit gut umgehen und hast Humor und Leichtigkeit, oder hilft dir die schöpferische Kraft in dir entdecken, wenn du zum Leichtigkeit kommst, weil dann kommen die großartigen Ideen. Dieser Lebensbereich, dieser fünfte Lebensbereich ist Spiel. Das Spiel des Lebens. Und dazu empfehle ich dir, zum Vorstellen, das Leben ist wie ein Theaterstück. Und du gestaltest es.
Und du sorgst dafür, dass diese Lebensbühne nach deinem Geschmack, nach deiner Vorstellung so gestaltet wird. Dann schreibst du den Drehbuch, du führst die Regie, du wählst die Kostüme aus, du wählst die Schauspieler aus und vor allem du spielst die Hauptrolle. Und das, genau das ist hier die Thema. Das ist hier die Thema. Das ist die Lebensbühne, was wir kreativ, schöpferisch gestalten und spielen wir die Hauptrolle. Und hier in diesem Lebensbereich hast du die Tierkreiszeichen Wassermann. Die Tierkreiszeichen Schütze ist Feuerelement. Und jedes Feuerelement kann man leicht von etwas begeistern. Sofort ist Feuer und Flamme von etwas. Und die Schütze hat immer wieder neue Ziele, neue Ideale, oft verschiedene Ziele oder Ideale. All das, was die Schütze begeistert. Dieser Pfeil zeigt eine wichtige Botschaft, orientiere dich in die Richtung, was dein Wunsch entspricht, sonst ist das alles zu viel, dann wird es ein bisschen chaotisch. Dieselbe Energie im Steinbock, aber ändert sich etwas. Hier ist schon Erdeelement, also die Steinbock ist mehr bodenständig. Und die Steinbock orientiert sich in eine Richtung und bleibt konzentriert an das, was die Steinbock erreichen möchte. Was ist es? Was ist es, was die Steinbock erreichen möchte? Die Spitze des Berges, das Höchste, das ist das Ziel, wo die Steinbock Anerkennung bekommt. Und egal, wie steinig dieser Weg ist, egal, wie lange das dauert, die Steinbock gibt nicht auf. Die haben diese Kraft, die haben diese Ausdauer. Und dann kommt die Wassermann. Und die Wassermann haben ein Privileg. Sie sagen, für was soll diese Anstrengung sein? Ich bin doch schon oben. Ich bin schon oben und von oben haben sie einen Adlerblick. Und dieser Adlerblick ist weitblick und sieht alles und sieht die Zeit voraus. Und hier bei deinem Theater brauchst du diese Leichtigkeit und brauchst du diesen Adlerblick. So kannst du dein Theater gestalten. Und dann kommt die Ideenreichtum, weil das ist Wassermann. Die Ideenreichtum des Wassermanns. Der sechste Lebensbereich ist die Arbeit, die Pflichten und Gesundheit. Das hängt auch zusammen, weil wir können arbeiten, wenn wir gesund sind. Hier hast du die Tierkreiszeichen Fischen. Und diese Energie wirkt auf deinen Alltag, wirkt auf deine Arbeit. Die Tierkreiszeichen Fischen gehören zum Wasserelement. Und Wasserelement hat einen Bezug zum Gefühlen. Also du brauchst in deiner Arbeit eine Tätigkeit, wo du mit Gefühl dabei bist. Dann, die Tierkreiszeichen Fischen
bestehen aus zwei Fischen. Auch astronomisch heißt das die südlichen Fisch und die nördlichen Fisch. Alperg ist der Stern, was die beiden verbindet. Die schwimmen im Wasser, weil das ist Wasserelement, aber sie schwimmen in andere Richtung. Die eine Fisch hat Angst und zweifelt. Das blockiert natürlich. Dann hat Selbstmitleid. Die versinkt an ihrem Selbstmitleid. Dann andere haben auch Mitleid und die genießt es, dass jeder mitleidet. Und da leiden wir alle. Und geht nichts voran, weil die Angst ist immer noch da. Ich habe das ein bisschen übertrieben. Die andere Richtung ist der Fisch, wo sagt, ich habe eine Vision und ich lebe diese Vision. Ich weiß, was ich erreichen möchte und das wirkt in deine Arbeit. Du brauchst eine Vision. Und hier herrscht Neptun. Neptun herrscht über die tierkreiszeichnenden Fisch. Jupiter auch, aber Neptun auch. Und Neptun ist der Planet der Künstler und das zeigt deine künstlerische Begabung. Und hier mit Waage Aszendent sowieso. Also, Neptun ist der Planet für unsere Fantasie, für unsere Träume, für unsere Visionen und lässt uns inspirieren. Das ist der Planet der Künstler. Also brauchst du eine Vision. Und dann lenkst deine Aufmerksamkeit auf diesen Traum. Mach diese Übung. Was ist die Ideale für dich beruflich? Was du erreichen möchtest? Dein Traum. Welche Traum möchtest du beruflich verwirklichen? Da lenkst du die Aufmerksamkeit immer auf diese Vision. Machst eine Übung täglich 5 Minuten oder 10 Minuten. Ziehst dich zurück, kommst zur Ruhe, schließt dein Auge und in dein geistigen Augen erscheint dieser Traum und spielst es ab, wie ein Film, wie ein Theater. Und das jeden Tag paar Minuten. Und dann glaubst daran, dass das so kommt, dass das zum Erfüllung geht. Dann zeigst du diese großartige Glauben und wenn du daran glaubst, dann hast du das Vertrauen auch. Also Glauben, Vertrauen und dann loslassen und geschehen lassen und nicht zweifeln, weil du bist innerlich sicher, dass genau so passiert, so wie du das vorstellst. Hier ist der Reichtum verborgen, auch die geistigen Reichtum hier im Fischen. Wenn das dein Geburtsmoment ist, heißt es, die Tierkreiszeichen Waage ist in Osthorizont aufgestiegen in dem Moment, wo du geboren bist. Im selben Moment ist die Tierkreiszeichen wieder hier in Westhorizont unten gegangen. Also Waage steigt nach oben und die Widder steigt nach unten. Die untere Teil des Horoskopes ist das Unbewusste. Das obere Teil ist der Tag, das Bewusste. Und in diesem Moment, wo du geboren bist, hast genau in diese Richtung geschaut. Und genau gegenüber hast du einen Spiegel gesehen. Hier hast du einen Spiegel.
Und das ist ein Spiegelblick und du blickst in diesen Spiegel und siehst du dein Seelenpartner. Aber nur für diesen Moment, dieser Augenblick der Geburt. Und dann ist dieses Bild nicht mehr da, weil im Westhorizont steigt das alles nach unten. Aber die Seele kennt dieses Bild. Und die Seele hat eine Sprache. Zwei Sprachen kennt die Seele. Einmal die inneren Stimme, zweites Mal, auch eine Sprache der Seele, ist die Träume. Und die Träume haben eine Bedeutung. Und das heißt, nicht alle Träume haben eine Bedeutung. In Tiefschlaf verarbeitet unserem Gehirn die täglichen Eindrücke. Diese Träume vergessen wir, hat keine Bedeutung. Wenn wir eine ganze Geschichte träumen und das ist lebendig und fühlt sich so an, wenn das die Realität wäre und bleibt in Erinnerung, dann kannst du sicher sein, das war die Sprache der Seele. Und die Traumdeutung entziffert diese Sprache, weil das ist eine Bildsprache. Ich deute Träume. Diesbezüglich kann ich weiterhelfen, weil ich habe ein Gefühl dazu. Ich liebe das auch. Ich kann das einfach. Also diesbezüglich kann ich wirklich weiterhelfen, weil das ist so wichtig. Was vermittelt die Seele? Die spricht so oft zu uns. Und wir hören nicht an diese Sprache und wir sollten das auch entdecken. Das heißt jetzt, zurück zur Partnerschaft, die Tierkreiszeichen wieder öffnet diese geheime Tür zur Partnerschaft und hier natürlich ist der Seelenpartner. Dann kommt die achten Lebensbereich. Das gar nicht einfach zu erklären. Im achten Lebensbereich ist der Tod. Natürlich kann das Todesfall und erbschaftlichen Situation auch zeigen. Aber hier ist gar nicht der Tod gemeint, sondern das Leben. Das Leben zum Erhalten. Und das ist Pluto. Das ist Pluto-Energie. Erstens, das ist die Kraft, die Jahreszeiten, die Winterschlaf, dann die Frühling, das Kreislauf des Lebens ist Pluto. Dann die Tiefschlaf, wo unser Körper sich erholt, ist Pluto-Energie. Im Tiefschlaf sind wir im Plutos-Bereich. Dann werden unsere Zellen erneut, die regenerieren sie sich. Das ist diese Erneuerung der Zellen. Ist Pluto-Energie. Oder die Haare fallen auch raus, aber kommt wieder Neues, ist Pluto-Energie. Die Sexualität erhält auch das Leben, ist auch Pluto-Energie. Also Pluto ist die Kraft, das Leben zum Erhalten. Aber was für eine Kraft? Und so konzentriert, weil Pluto erlaubt nicht, kann gar nicht das zum Zulassen, dass diese Kraft etwas oder jemand raubt, geht nicht. Das ist so konzentriert. Das heißt, Pluto konzentriert auf dem Wesentlichen. Und das ist eine Kraft, die Erneuerungsprozesse, diese ganze Transformation, aber auch Sexualität, das gehört auch zum Plutosreich. All diese Themen sind in diesem achten Lebensbereich, aber auch erbschaftlichen Sachen, auch Finanzen, wie zum Beispiel Investitionen oder Finanzamt oder Versicherungen. Es ist die zweiten Lebensbereich gegenüber, also spiegelt da etwas. So in dem Hinsicht steht da auch eine Verbindung, ein Zusammenhang.
Und hier hast du die Tierkreiszeichen Stier. Als Transformation ist für dich wichtig, diese Stierenergie, das Leben genießen. Entspannt, ruhig genießen, Stier. In Finanzen hast du eine Spürnase, Gewinne zu machen, weil die Tierkreiszeichen Stier herrscht über Werte und über Geld. Und das kannst du transformieren. Kann auch bedeuten, dass du Geld gewinnst oder machst, investierst du und kommt Gewinn oder kommt Erbschaft. Im neunten Lebensbereich sind die Reisen. Natürlich Urlaub, Ausland, Auslandskontakte. Aber auch inneren Reise, also religiösen Themen, spirituellen Themen, höheren Bildung. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Zwilling. Und das heißt, du lernst schnell, du verstehst ziemlich schnell viele Dinge im Leben. Also das ist mal eine gute Energie hier zum Studieren. Und bedeutet viele Kontakte im Ausland oder die Begabung zum Fremdsprachen. Aber als spirituellen Weg erzähle ich die mythologische Geschichte, so kann ich das näher bringen. Von klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine wunderschöne Königin Leda. Und Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen und verliebte sich an Leda. Zeus verführte auch Leda. Ja, und sie wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta. Und Leda wurde von dem König aber auch schwanger. Und Leda gebar die Zwillinge, Castor und Pollux. Castor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich. Pollux war der Sohn von Zeus, also göttlich und unsterblich. Die Götter waren unsterblich. Und die beiden Zwillinge waren immer miteinander verbunden. Dann kam der Tag, wo Castor sterben müsste. Und Pollux ging zu seinem Vater und sagte, ich möchte auch sterben, ich kann nicht meinen Bruder alleine lassen. Das berührte Zeus und Zeus hat den beiden unsterblich gemacht und hat den beiden im Himmel gesetzt. Castor und Pollux leuchtet in Tierkreiszeichen Zwillinge, die beiden Hauptsternen, in Tierkreiszeichen Zwilling. Beide sind unsterblich. Und diese Geschichte erzählt oder gibt uns eine sehr wichtige Information. Wir Menschen haben eine Seele. Und diese Seele ist unsterblich und schon ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Das ist Pollux. Und die Seele macht die Seelenreise immer wieder, immer wieder. Wir sind in diesem Schicksalsrad drin, solange bis wir von Karma nicht gelöst sind und wählt ein immer wieder neuer Schicksalsweg aus. Und dieser Schicksalsweg ist begrenzt. Das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt und hat ein Ende, das ist unser Tod. Das ist Castor, das ist das Sterbliche in uns. Aber die beiden sind miteinander verbunden. Und wenn uns das bewusst ist, dann haben wir ein höheres Bewusstsein. Und dann besuchen wir unsere Seele. Und unsere Seele ist in unserem Inneren. Da auch mal Zeit zu nehmen, zur Ruhe kommen, das ist doch Balsam für die Seele. Und dann spüren wir das Göttliche. Und dann kommt Intuition und Inspiration und auch die Leichtigkeit, das ist auch Luftelement und das Spielerische, das ist Zwilling. Und das ist ein spiritueller Weg, das zum Entdecken. Und jetzt sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes, das ist die Krone des Baumes. Hier bekommen wir wirklich die Krone, die Ansehen und Anerkennung.
das Höchste, was man überhaupt erreichen kann, und zeigt auch, wie wir das erreichen. Und hier liegt unsere Berufung. Die Berufung Krebs. Ich könnte sagen, ja, die Mütterlichkeit oder Familien gründen, das ist das, was deine Seele möchte. Das ist so deins. Aber du bist sehr aktiv und hast auch berufliche Ziele. Wie erreichst du das, wovon du beruflich träumst? Wenn du das so gestaltest wie eine Familie, das ist dein Zuhause, das ist dein Baby, das ist deins. Das kannst du gestalten. Und achte auf dein Inneren. Erstmal beginne mit deinem Inneren, mit dieser Vorstellungskraft, mit diesem Weg, mit diesem spirituellen Weg. Und die Krebs zeigt unserem inneren Zuhause. Genau das, was ich gerade gesagt habe, wo unsere Seele wohnt, muss auch gestalten. Gestalte das schöpferisch. Und dann hast du diese Kraft in dir. Und dann kannst du nach außen präsentieren. Das ist dann auch deine Ausstrahlung. Und das strahlst aus. Und all das, was wir ausstrahlen, ziehen wir auch an und gestalte das. Und das entspricht deinen Träumen. Das ist dann deine Kinder oder das ist dein Zuhause. Weil das, was du lebst, das machst du lebendig. Ihr seid eine Familie. Zeigt natürlich auch Selbstständigkeit. Die 11. Lebensbereich sind die Wünsche, die Sehnsüchte und auch soziale Kontakte, Verbindungen mit gleichgesinnten Menschen, Löwe, die Theater, die Bühne. Ja, die Löwe steht im Mittelpunkt, spielt die Theater und braucht Publikum. Das sind deine Wünsche. Die 12. Lebensbereich sind karmische Themen und die tiefe Geheimnisse des Lebens, aber alles, was geheimnisvoll ist, alles, was hinter den geschlossenen Türen passiert im Geheimen, auch die geheime Feinden, hier hast du Jungfrau. Und das kannst du ganz leicht ordnen, die tiefen Geheimnisse des Lebens. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge und das zeigt Castor und Pollux, das entspricht dein Selbst, komm zum höheren Selbstbewusstsein. Mond zeigt deinen Gefühlen. Mond hat einen Einfluss auf unsere Gefühlen und steht auch mit Mutter in Verbindung. Sonne symbolisiert Vater, Mond symbolisiert die Mutter und Mond ist im Steinbock. Ich würde sagen, strenge Mutter. So würde ich das mal beschreiben. Und Sonne und Mond hat eine Verbindung und diese Verbindung heißt Quincunx. Es ist gar nicht einfach, diese Verbindung zu beschreiben. Stell dir vor dir ist ein Pendel und dieser Pendel ist unbeweglich. Und jemand fragt dich, sollst du sagen, in welche Richtung wird diese Pendel ausschlagen? Und du würdest dann antworten, ich weiß es nicht. Man kann nicht wissen. Vielleicht nach links, vielleicht nach rechts, vielleicht schlägt gar nicht aus und dann bleibt stehen, vielleicht kreist. Man weiß es einfach nicht. Und das ist die Elternhaus, Vater, Mutter. Und du als Kind weißt nie, wo du dran bist.
die Strenge der Mutter oder die spielerische der Vater. Du weißt das nicht, was morgen ist. Genauso wie bei diesem Pendel weißt nicht, was dann kommt. Und diese innere Unsicherheit hast in dir. Und du sollst diese innere Unsicherheit überwinden, weil das hat mit Kindheit etwas zu tun, sondern sei selbst dein Aszendent, das Kind, dein Waage. Bring das im Gleichgewicht. Bring die beiden Energie im Gleichgewicht. Wenn das angebracht ist, in dein Leben Strenge zu zeigen, Grenzen setzen, dann lebt die Steinbock. Wenn das angebracht ist, witzig zu sein, etwas spielerisch betrachten, dann lebt die Zwillinge. Du hast beides, einmal so, einmal so, aber nicht gleichzeitig, sonst entsteht eine gewisse innere Unsicherheit, wo du weißt nicht, wie du handeln sollst. Und hier hast du die Erinnerungen. Und als Kind mit diesem Waage-Aszendent versucht hast, das ausbalancieren. Mal gut dastehen bei die Mama, mal gut dastehen bei die Papa. Und du musstest das immer beobachten, immer diplomatisch sein, dass hier diese Harmonie da ist. Aber für ein Kind ist das anstrengend. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau. Und das hat natürlich auch eine Bedeutung. Hier sind die Geheimnisse des Lebens. Das kann bedeuten, dass hier forschen kannst. Jungfrau untersucht etwas und deine ganze Kraft kannst du in diese Richtung lenken. Mars bedeutet auch der Mann und das wäre ein Hinweis auf eine geheime Liebe. Oder du hast einen Verehrer und er traut das nicht zum Zeigen, also bleibt geheim. Bedeutet diese Mars-Position auch, dass du immer wieder den Rückzug brauchst, die Ruhe, weil die Ruhe liegt die Kraft und Mars ist Kraft. Aber noch etwas bedeutet diese Position. Stell dir vor, dieser Moment, wo nicht die Waage, sondern die Tierkreiszeichen Jungfrau in Osthorizont aufsteigt. Dann müssten wir das ganze Bild umdrehen, dann wäre Jungfrau hier und die Waage wäre hier und Skorpion wäre hier. Drehen wir das zurück. Das ist nur halbe Stunde, nur halbe Stunde vor deiner Geburt. Vor halbe Stunde vor deiner Geburt ist nämlich die Tierkreiszeichen Jungfrau mit Mars in Osthorizont aufgestiegen. Die haben die Licht erblickt, die Tageslicht. Und du warst aber noch im Mutterleib. Mars steht aber sehr nah zu deiner Geburt, weil befindet sich ganz in die Nähe zu deinem Aszendent. Also die Energie ist da, aber du bist im Mutterleib. Ich könnte sagen, Mars besucht dich in dein Inneren oder in dein Mutterleib. Natürlich ist das geheimnisvoll, ganz klar. Und dann kommt halbe Stunde später deine Geburt. Aber die Mars-Energie fühlt sich immer so an, wenn das noch nicht geboren wäre. Und das heißt mit anderen Worten,
wenn du in einer Situation bist, wo du dich behaupten musst. Entweder zeigst wirklich Kraft, aber im nächsten Moment ziehst du dich zurück, dann kommt die Waage Aszendent dazu. Ja, niemand verletzen, sonst könnte der anderen beleidigt sein. Und dann hast du Schuldgefühl und ziehst du dich zurück. Und immer wieder in dein Leben. Und diese Marskraft, weil mit dieser Kraft muss man behaupten im Leben, kommt gar nicht zum Vorschein. Und dieser Planet fühlt sich wie im Mutterleib, wenn das noch gar nicht geboren wäre. Und hier ist sehr wichtig, wie eine Neugeburt, damit bewusst zu sein und sagen, ich hole mein Maß von die Schattenseite und ich zeige mein Maß. Und wir Frauen haben auch Mars-Energie und wir brauchen Mars-Energie. Und das ist die Kraft, wo du dich behaupten kannst im Leben. Das ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Und die Jungfrau ist klug. Der weiß, wo die Kraft einsetzen muss. Jungfrau ist ökonomisch. Und hier im sechsten Lebensbereich ist die Gesundheit. Und hier im zwölften Lebensbereich ist die Ursache die Erkrankungen. Und Mars hat mit Muskulatur was zu tun. Wenn du das nicht bewegst, dann kann das später auslösen eine gewisse Muskulaturschwäche. Also denk auch an gesundheitliche Aspekt auch nach. Also zeig dein Maß und verstehe, du kannst nicht jedem Mensch recht machen. Wichtig ist, dass du behauptest im Leben, die Menschen, die zu dir gehören, zu deinem Leben gehören, die werden dich auch verstehen und dich weiterhin unterstützen und begleiten. Und die Menschen, die nicht in dein Leben gehören, dann lass gehen. Befrei dich davon. Und die brauchst auch nicht beeindrucken. Also hol dein Mars raus und behaupte dich. Und Mars ist der Kriegsplanet. Ares. Und das bedeutet nicht, Krieg zu führen. Nein, Mars führt keinen Krieg. Mars kann sich behaupten und versteht die Strategie des Krieges und kann das mit Geschichtlichkeit dazu bewegen, einen Sieg zu haben. Weil Mars hat die Mut und die Kraft dazu. Mars muss nicht aggressiv sein. Natürlich kann auch solche Ausbrüche sein bei Mars-Energie, aber das ist nicht die Krieg, aggressiv Krieg zu führen, auf anderen loszugehen und rumbrüllen. Nein, Mars ist anderes. Mars ist die Sieg. Und diese Mars-Energie sorgt dafür, dass du Sieg hast über deinen Feinden, weil hier in diesem Bereich sind auch die geheimen Feinde und das Hass mit dieser Mars-Energie. Merkur ist der Planet der Handlungen, ist auch der Planet für Kaufleute und die Sprache. Merkur ist im Krebs. Und damit kannst du dich behaupten beruflich, weil daran liegt deine Berufung. Das ist die Sprache. Aber auch Handlungen. Jupiter.
Jupiter befindet sich im Tierkreiszeichen Stier und das bedeutet, wenn du in einem Transformationsprozess bist und hier im achten Lebensbereich ist das Loslassen, alles loslassen, was dich bedrückt. Auch Gefühlen wie Angst und Zweifel. Wenn du in diesem Prozess gelingt, dann kommt Stier und Jupiter Energie im Vorschein und das bedeutet für dich Gewinn, Glück in Finanzen. Stier hat mit Geld etwas zu tun und Jupiter bringt das Glück. Und in diesem Lebensbereich sind die Investitionen, Erbschaften, hat auch mit Geld was zu tun. Venus ist im Krebs, zeigt auch deine Berufung, das ist Kunst, Kreativität, mit Sprache, mit Handlungen. Natürlich könntest du auch Richtung Immobilien, Inneneinrichtung auch gehen, könntest auch gut Geld machen damit und deinen Berufung leben. Saturn ist in deinem Horoskop rückläufig und diese Rückläufigkeit zeigt karmischen Themen und Erinnerungen. Auch Lernaufgabe. Saturn befindet sich im Wassermann. Deine Lernaufgabe ist raus aus die Strenge und übergehen auf die Leichtigkeit und lerne mit deinen Werten Bewusstsein und Wassermann vermittelt etwas. Du bist außergewöhnlich und einzigartig. Weil so fühlen sich die Wassermann geboren, einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein. Und dein Lebensbühne ist einzigartig, ist außergewöhnlich, aber nicht mit Strenge. Nein, das wurde dir beigebracht in Kindheit von deinem Elternhaus, hier mit Steinbock. Raus aus der Strenge, geh auf die Leichtigkeit, du brauchst die Luftelement. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, auch unerwartete Ereignisse. Uranus ist im Löwe. Also hier in deinen Wünschen ändert sich etwas. Und Uranus zeigt auch, das ist außergewöhnlich, einzigartig. Uranus herrscht auch über die Wassermann. Und das kannst du verwirklichen in einer Gruppe mit gleichgesinnten Menschen. Und das kannst du auch gründen. Neptun ist der Planet der Kunst. Das ist eine Vision, ein Traum, das zum Leben, das ist Inspiration pur. Neptun ist rückläufig, hast auch Erinnerungen, karmischen Themen. Neptun ist im Waage, entspricht deiner Persönlichkeit. Und das kennst du vom früheren Leben. Das ist deine Kreativität, das ist deine Kunst. Neptun ist der Planet, der Künstler und im Waage sowieso. Waage ist Schönheit, Kreativität, auch Kunst. Hier kommt Venus-Energie und Neptun zusammen. Und Pluto gibt die innere Kraft, die Überzeugungskraft. Auch Pluto ist im Löwe. Die Elementen. Es gibt vier Grundelementen. Feuerelement ist die Begeisterung, die Kraft und die Mut, alles in Bewegung setzen. Feuer und Flamme zu sein von etwas. Erdeelement ist die Stabilität, die Realität, die Bodenständigkeit. Luftelement ist die Leichtigkeit. Wasserelement ist die Inspiration, Intuition, Träumen, Gefühlen.
Im Erdelement hast du Mond, Mars, Jupiter. Im Luftelement hast du Sonne und Saturn. Wasserelement hast du Merkur und Venus. Das sind die persönlichen Planeten. Uranus, Neptun, Pluto gehören nicht zum persönlichen Planeten. Es fehlt im Horoskop die Feuerelement. Begeistert bist du, bin ich ganz sicher, dass du dieses Feuerelement verspürst. Aber die Mut, das Durchsetzen, diese Kraft, dieses Feuerelement fehlt. Und Mars unterstützt dich auch nicht unbedingt, weil Mars muss erst geboren werden, aus eigener Kraft. Das ist im Schattenseite, weil du das versteckst oder traust das nicht zu, du bremst das alles. Aber der Mars ist da in dir, steht auch ganz nah zu dir, also trau das zu und so aktivierst die Feuerelement. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser, was die Tagesbewegung des Mondes symbolisiert. Dein Aszendent Waage befindet sich im Mondhaus Chitra. Hier ist der Balancepunkt und das brauchst du auch, ausgleichen, ausbalancieren, die inneren Gleichgewicht. Und hier wird von Spica bestrahlt. Spica wurde bei Römer verehrt. Das ist die Weizenehre der Jungfrau. Befindet sich im Grenzbereich Jungfrau Waage. Und dieses Spica heißt, das trägt doch Früchte. Das ist Weizenehre. Also Ernte, Ernte. All das, was du aus eigener Kraft, aus deiner Persönlichkeit heraus aussehst, das trägt Früchte, da ist die Ernte und dieses Glück hast du. Und außerdem, dieses Mondhaus zeigt auch das Geheimnisvolle. Neptun auch, also du bist sehr, sehr mystisch und sehr geheimnisvoll. Aber auch sehr fantasievoll. Neptun ist auch Fantasie. Sonne ist im Zwillinge, Punar Vashu heißt dieses Mondhaus und wird von Sirius bestrahlt. Sirius ist einer der hell leuchtenden Sterne im Himmel. So viel ich weiß, ist das hellste Stern überhaupt, leuchtet im Himmel wie ein Diamant. Wie ein Diamant. Und dieser Sirius befindet sich im großen Hund, das sind die Hunde von Orion, und zeigt in eine Richtung. Sirius zeigt Richtung Nordpol. Und Nordpol dient zum Orientierung. Du brauchst Orientierung. Deine Sonne ist hier. Und Sonne ist die Auge, zum Sehen. Sehen brauchst du Ziele, brauchst du Orientierung. Dieser Nordpol befindet sich im kleinen Bär oder kleinen Wagen. Und da in die Richtung zeigt Sirius. Mond befindet sich im Steinbock, hier. Shravana heißt dieser Mondhaus. Übersetzt heißt es Zuhören. Und dieser Zuhören bedeutet nicht andere Menschen zuhören, sondern deine inneren Stimme hören. Vertrau dein Intuition, vertrau dein inneren Stimme. Shravana bedeutet auch Adler. Du brauchst diesen Adlerblick, weil das gibt dir die Basis, das gibt dir die Fundament. Mars befindet sich im Jungfrau, im Mondhaus Hasta, und das bedeutet übersetzt Hand und Handlungen. Du musst handeln im Leben und wird von Vindemiatrix bestrahlt. Dieser Stern Vindemiatrix ist die Weinleserin. Es wurde bei Römern, bei Griechen verehrt.
steht in einer engen Verbindung zum Weingott Dionysos. Diese Weinleserin, diese Vindemiatrix, zeigt Lebensfreude, Fest, ein Gläschen Wein, Musik, Tanz, Lachen. Und genau das sind die richtigen Handlungen und das ist ein Mars-Energie. Merkur und Venus hier im Krebs befinden sich beide im selben Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Ashlesha. Ashlesha bedeutet umklammern, umarmen, aber auch trennen. Hier kommt zwei wichtige Worte im Ausdruck. Festhalten und trennen. Festhalten und trennen. Und das musst du unterscheiden. Was sollst du festhalten? Wovon sollst du trennen? Die Jungfrau-Energie hilft dir dabei, weil Jungfrau trennt Spreu von Weizen. Und Jungfrau kann das untersuchen. Und da hast du die Mars-Energie. Da kannst du dich auch behaupten. Von allem trennen, was nicht zu dir gehört. Eigenschaften oder Einsichten oder Menschen oder Gegenstände oder Gefühle wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, davon loslassen. Und all das befestigen, was zu dir gehört. Deine Berufung, deine Hingabe, deine Begeisterung, all das und deine Liebe, das befestigen. Und das ist eine Wandlung. Und dieser Mondhaus steht mit einer Schlange oder die Schlangenenergie in Verbindung. Und das ist die Kundalini-Energie. Es gibt zwei Schlangen. Die eine Schlange zieht die Energie nach unten und blockiert. Und das kannst du schon in deiner Berufung und auch in die Öffentlichkeit, das ist auch Auftreten, Öffentlichkeit, kannst du diese Blockade schon erleben. Und das sind blockierende Energiefelder und das kommt aus unseren Gefühlen. Das sind negativen Gefühlen wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl. Und die positiven Gefühle sind Begeisterung, Hingabe, Liebe, dann ändert sich die Richtung. Es ist eine ganz klare Trennung, was unsere Emotionen betrifft. Eine ganz klare Linie. Es gibt positive Gefühle, das ist Hingabe, Dankbarkeit, Begeisterung und Liebe. Das ist die schöpferische Energie. Und die negativen Gefühle sind wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut. Das kennen wir alle. Das kennen wir alle. Dann sind wir in einer Grauzone. Das blockiert aber auch. Weil das gehört zu negativen Gefühlen. Damit öffnen wir sofort Pandoras Büchse und lassen wir diese Energie rein in unserem Leben. Und dann natürlich die ganz, ganz tiefen Gefühle wie Neid oder Hass oder so, das erwähne ich gar nicht. Aber das sind auch negativen Gefühle. Versuche diese Grauzone raus aus der Angst. Und so kannst du diese Schlangenenergie, diese Kundalini-Energie transformieren. Dann hast du keine Blockade mehr, sondern die Energie steigt Richtung Licht. Ich habe vor ein paar Tagen darüber ein Video gemacht. Da erkläre ich das ganz genau. Und dieses Video heißt Ritual, Energie, Energiearbeit. Genau das, was ich das auch beschreibe. Und genau das spielt sich bei dir ab hier im beruflichen Umfeld, wo deine Berufung liegt. Da brauchst du diese Transformation. Das ist dieser Mondhaus, diese Schlangenenergie, diese Kundalini-Energie. Jupiter ist im Stier
Und Muruga heißt dieses Mondhaus, steht mit Orion in Verbindung. Orion ist der himmlische Jäger. Und dieses Mondhaus zeigt Jagen, etwas suchen, nicht aufgeben, danach jagen, all das, was du erreichen willst im Leben, danach jagen. Und Jupiter sagt, da hast du auch Glück, Chancen, Möglichkeiten hast du auch. Saturn ist in Wassermann, hier in Purva Patra Mondhaus, und hier wird von Pegasus bestrahlt. Und Pegasus zeigt, befreit zu sein von Ängsten. Das ist die Geschichte von Andromeda und Perseus. Andromeda wurde gefesselt und Perseus befreite Andromeda von diesen Fesseln. Und die Nähe war Medusa, die furchterregende. Und wurde gesagt, jeder, der Medusa erblickt, bekommt Angst und wird wie Stein unbeweglich. Und dann kam Perseus und befreite Andromeda, tötete auch Medusa. Und in dem Moment wurde Pegasus geboren vom Mutterleib. Und Medusa ist die Mutter und von dieser Mutterleib wurde Pegasus geboren. Und das ist ein weißes Pferd mit Flügel. Und das ist die Befreiung. Und das zeigt hier in deiner Kindheit, befreit zu sein von Kindheitserinnerungen. Lebe dein Selbst, dann hast du diese Flügel und mit diesem Flügel kannst dein Leben schöpferisch gestalten. Uranus und Pluto, beide hier im Löwe, im Mondhaus Purva Palguna. Und dieser Mondhaus erzählt, es war früher mal etwas da und jetzt hast du die gleiche Situation, das musst reifen lassen, aber du wirst das vollenden. Neptun hier im Waage befindet sich im Mondhaus Vishaka. Vishaka ist ein Feuergöttin. Und du brauchst Feuer. Ja, weil das fehlt im Horoskop, die Feuer. Also diese Vishaka oder diese Neptun-Energiezeit, das ist dein Feuer. Und diese Feuergöttin verbrennt alles, was im Weg steht, die ganze Hindernisse, räumt auf und bringt die Feuer im Tempel. Und das ist das innere Tempel auch. Das ist die Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Und das ist dieser ewig brennende Feuer in diesem heiligen Tempel. Und das hat auch eine reinigende Wirkung. Rahu und Ketu. Rahu und Ketu zusammen ist eine Drache. Und diese Drache zeigt unseren karmischen Weg, diese Seelenreise. Und Ketu kennen wir schon, das kennen wir schon. Das ist der Körper von dieser Drache. Was wir aber nicht kennen und suchen, weil unsere Seele sucht das, das ist der Kopf der Drache, das fehlt noch. Und wenn wir das entdeckt haben, dann können wir die beiden Teile so zusammenfügen, unsere Angst besiegen und dann haben wir vom Karma auch befreit. Dein Ketu, und das ist dein alten Karma, ist im Mondhaus Yeshta. Und die neue Richtung, was du entdecken sollst, das ist Rohini. Das zum Verstehen erzähle ich die mythologische Geschichte dazu. Der Mond ist ein Mann und verliebt sich an Rohini. Und Rohini ist wunderschön und jung und unschuldig. Das ist die Morgenröte, wie ein Silhouette, wunderschöne weibliche Energie, so unberührt, so unschuldig. Und Mond verliebt sich an Rohini und dann macht ein Heiratsantrag. Und der zukünftige Schwiegervater sagt dann, naja gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst ihre Geschwister auch alle heiraten. Und der Mond heiratete alle 27 Frauen und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Rohini ist die Schönste, die Jüngste und der Mond liebt sie über alles. Und die Älteste ist Yeshta.
Aber diese älteste Schwester bekommt auch Ansehen und Respekt. Ja, die strahlt was aus, die hat auch was zum Sagen. Und diese beiden hast in dir. Dein Ketu, was dein alter Karma symbolisiert, ist im Jeshta. Das ist diese älteste Schwester, wo Respekt bekommt. Und das, was deine Seele sucht, in dir zum Entdecken, das ist Rohini, die große Liebe des Mondes. Jetzt noch zu den Verbindungen. So eine Mondverbindung habe ich gesagt. Mond verbindet sich aber mit Uranus auch so ähnlich. Mond und Uranus ist auch hier Mond und hier Uranus auch eine Quinkungsverbindung. So wie bei Sonne und Mond. Was ich erzählt habe, das ist wie ein Pendel. Und jemand fragt dich, soll es beschreiben, welche Richtung schlägt dieser Pendel aus? Dann würde er sagen, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Und damit entsteht in einem Inneren Unsicherheit. Genau das, was die Sonne und Mond auch verbindet, aber nicht nur das, sondern Mond und Uranus haben auch die gleiche Verbindung. Also nicht vom gleichen Tierkreis zeichnen, aber auch den gleichen Aspekt, einen Quinkungsaspekt. Und wann hast du diese Unsicherheit an dir? Wann kommt dieser Moment, wo du sagst, ich weiß nicht, soll ich nicht? Immer, wenn es um Veränderungen geht. Mond hat auch einen Einfluss auf Veränderungen. Und Uranus sowieso. Dann verspürst du diese Energie oder dieses Gefühl, das ist auch ein Gefühl, wo du dann auch sagst, ich weiß es nicht, soll ich oder soll ich nicht. Waage trifft auch schwierig klare Entscheidungen, weil wiegt alles erstmal ab. Mond hat eine sehr schöne Verbindung zu beiden Mondknoten, auch zu Rahu, auch zum Ketu. Du hast ein schönes Karma. Venus und Merkur steht in einer Konjunktion, die wirken zusammen und das heißt schöne Sprache. Und steht mit Jupiter in einer sehr schönen Verbindung. Jupiter vergrößert das auch. Du kannst das ausarbeiten, deine Kunst mit der Sprache. Das zu vergrößern, hast auch Glück mit dieser Jupiter-Energie. Und Saturn-Neptun steht auch eine sehr schöne Verbindung. Neptun-Saturn, das ist deine Lebensbühne und wenn du das spielerisch gestaltest, dann hast du auch Glück, weil mit Saturn bringst du das auch alles in Form. Das bleibt nicht ein Traum, sondern Saturn sorgt für Struktur. Liebe Aniata, das war diese Horoskop-Analyse. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.